Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Reihe von Arma 3 Videos. Wer hätte es gedacht, es ist endlich soweit. Ace 3 steht kurz vor dem Release oder wenn das Video kommt, ist es vielleicht auch schon released. Mit dabei ist der liebe Arno und der BA, die ihr jetzt nur nebensächlich hören werdet, jetzt aktuell gerade unter anderem nicht. Diese werden mir heute assistieren bei verschiedenen Sachen. Dabei dient diese Videoreihe nicht dazu, ein riesiges Video zu machen, was so unübersichtlich ist und einfach 2 Stunden gehen würde, wenn es überhaupt reicht, wenn wir alle Sachen ausführlich erklären. Deswegen werden wir das Ganze so kompakt halten wie möglich. Wir werden die Videos aufsplitten in verschiedenen Kategorien. Wir werden uns zum einen die Waffensysteme anschauen, die Items gesamt. Wir werden uns die Fahrzeuge ansehen. Wir werden uns in den verschiedenen Rubriken also durchkämpfen durch das Ace-System und werden damit gemeinsam dieses System versuchen zu beherrschen und zu erlernen. Und auch hier dient es natürlich wieder dazu, dieses Video zu wiederholen, wiederholen, wiederholen. Und wir werden in den Punkten immer wieder darauf eingehen, alles bestmöglich anzugehen und für euch klar und verständlich zu erklären. Ich werde in dem Video immer die Tastenkombination einblenden. Wir gehen früher oder später auch auf die ganze Konfiguration ein, auf die ganzen Features im Allgemeinen. Und da werden der liebe BA und der liebe Arno mir helfen, stellenweise, manchmal unabhängig, bei einer mehr, mal weniger, je nachdem, aber für manche Sachen brauche ich hier bezüglich Hilfe, um das Ganze ausführlich und bestmöglich darzustellen. Ich denke, in dem ersten Video, wenn es heute darum geht, euch ein bisschen die Items nahe zu bringen, wird es ungefähr, denke ich, 10 bis 15 Minuten gehen. Das ist das Ziel des Videos. Wir werden Vergleiche machen, wie es unter anderem vom Vanilla aussieht und wie es jetzt mit Ace 3 aussehen wird. Jetzt möchte ich noch dazu sagen, dass es eine frühe Version von Ace 3 ist. In gut 1,5 Jahren oder so kann sich das Ganze natürlich nochmal geändert haben. Aber auch hier werden wir euch auf dem Laufenden halten und versuchen bestmöglich die neuen Features von Ace immer wieder beizubringen, euch das Ganze beizubringen, auch das neue Interface, wenn sich da was ändern sollte, beizubringen und immer wieder euch dieses Wissen zu vermitteln. Ich wünsche euch also nun im Namen von BA und der NATO Taskforce und dem Arno viel Spaß beim Video und wir sehen uns gleich beim Start. Mit dem Tutorial mit etwas Einfachem, und zwar ist es jetzt endlich möglich, mit Ace 3 den Laserpointer zu aktivieren. Laserpointer im Sinne von, dass wir im Häuserkampf deutlich erleichtert haben. Mit Steuerung und L schalten wir die verschiedenen Laser-Modis durch, vorausgesetzt natürlich, wir haben diese gewissen Sachen in der Tasche. Mit der Taste L aktivieren wir dann den Laser in der Standardsteuerung und ihr seht hier schön den roten Punkt. Gut im Bild gerade auch zur Kenntnis, dass der Laser nicht unendlich geht und vor allen Dingen im Nahkampf aber deutlich nützlich ist. Als bestes Beispiel kann ich euch den Hasen dort hinten demonstrieren. Ich werde jetzt mit dem Laserpointer darauf ziehen und ihr werdet sehen, genau dort treffe ich auch hin. Also das klappt alles sehr gut persönlich und auch wichtig anzumerken ist, dass ihr auch die Laserpointer von anderen Spielern seht, wie ihr es hier gerade bei meinen 2 Mitkameraden hier seht, dass die Laserpointer von anderen Spielern sehr gut sichtlich sind und euch im Kampf aber auch wahrscheinlich etwas verwirren können. Da ist es natürlich ein bisschen aufzupassen und zuzuordnen, aber auch das ist ein sehr schönes Feature von Ace 3 und gehen wir zum nächsten Punkt. Ein schönes Feature sind die Flash Suppressors. Wer kennt es nicht, man hat das Nachtsichtgerät an und schießt auf die Feinde. Dabei blendet das Mündungsfeuer und erschwert es, die Koordination zu halten. Hier im Video sehen wir ganz gut die 2 verschiedenen Varianten. Außerdem ist es zu erwähnen, dass das Ganze vor allen Dingen dafür ist, dass wenn ihr in einem Wald liegt und unbemerkt den Feind ausschalten wollt, für die Feinde ist es somit sehr schwer zu identifizieren, wo der Schuss herkam. Wir sehen im ersten Beispiel BA, der ohne Attachment schießt. Und nun der Arno mit Attachment. Wir haben hierbei also gut deutliche Unterschiede beim Schießen gemerkt und damit ist das Ganze natürlich, wie schon am Anfang besprochen, schwer identifizierbar. Schauen wir uns nun in diesem Part des Videos die Javelin einmal genauer an. Mit der rechten Maustaste visieren wir das Ziel ganz normal an, beziehungsweise gehen in den Visiermodus. Wenn wir jetzt die Plus-Taste auf der Numpad-Seite drücken und zoomen wir dran, mit der Minustaste können wir wegzoomen. Wichtig, um das Ziel anzuvisieren, gibt es 2 Faktoren, die wichtig sind. Das ähnelt übrigens Arma 2. Wir müssen zum einen ran visiert haben, in dem Fall mit der Plus-Taste, und wir müssen die Wärmebildkamera aktiviert haben. Wenn wir nun mit der Tab-Taste draufhalten, sehen wir das schöne Viereck in der Sache und wenn es gleich durchweg piept, können wir abdrücken und unsere Rakete wird unser Ziel hoffentlich treffen. Und hier sehen wir in dem Fall, es hat getroffen. Jetzt schauen wir uns in dem nächsten Video nochmal die verschiedenen Flugbahnen der Javelin an. Und dazu werden mir Arno und BA Unterstützung leisten. Im ersten Teil der Javelin haben wir gesehen, wie die Javelin funktionieren und werden wir die verschiedenen Flugbahnen im Video anzeigen. Da sehen wir nun die verschiedenen Modi. BA schießt direkt und Arno mit Top-Down. Arno befindet sich dabei rechts und BA links auf der Karte.
Wir sehen uns nun im Video die Backblast-Auswirkung von Panzer- und Luftabwehrwaffen an. Die Backblast-Zone ist alles andere als unbekannt und gab es schon unter anderem mit CSE. In diesem Beispiel seht ihr BA, der sich in der Arno befindet und an den Folgen der Backblast-Auswirkung leiden wird. Nichtsdestotrotz war es das natürlich noch nicht. Es gibt auch noch die Überdruckzone. Das bezeichnet man, wenn man vor einem Panzer steht und dabei von einer Überschallzone wie beim Backblast auch getroffen wird. Dabei handelt es sich um eine Überdruckzone, wie man das Ganze nennt. Wir sehen nun im Beispiel, wie Arno schießt und die Auswirkung der Zone an den Zivilisten gut erkennbar ist. Dabei sehen wir nun im ersten Part vor allen Dingen, dass die Zivilisten nur verletzt wurden und noch nicht gestorben sind. Anders sieht das Ganze aus, wenn jetzt nochmal geschossen wird. Der Kegel verteilt sich immer etwas unterschiedlich, das heißt, auch weitere Zivilisten können sterben, wenn sie ungünstig stehen. Eine schöne Neuerung mit Ace 3 ist auch das Waffensichern. Standardmäßig ist es eingestellt mit der linken Steuerungstaste und der Zirkumflex-Taste. Sehen wir oben rechts ganz gut, dass die Waffe gesichert ist oder eben auch nicht. Ist vor allen Dingen in der Basis sehr sinnvoll, wenn wir die Sicherung drin haben. Das heißt, wir können nicht schießen, es kann kein Fehlschuss losgehen. Eine sehr schöne Sache, die Ace da mitbringt. Eine sehr kleine Neuerung, aber eine sehr feine Neuerung für die taktische Szene. Eine weitere Neuerung mit Ace 3 ist auch das Magazin Repack. Gar nicht so unbekannt, das gab es bereits mit AGM und CSE. Wer hätte das gedacht? Beide Entwicklerstudios setzen sich zusammen und arbeiten zusammen und programmieren Ace. Natürlich darf dann auch das Magazin Repack nicht fehlen. Mit der Self-Interaction-Taste Equipment Repack Magazines dann das Magazin auswählen, sehen wir oben die Leiste durchlaufen. Je nachdem, wie viele Magazine ihr in der Tasche habt und wie unterschiedlich die Magazine besetzt sind bzw. gefüllt sind, dauert das Ganze natürlich länger. Und nachdem wir diesen Fall abgeschlossen haben, haben sich alle Magazine zusammengeschlossen in dem Fall und wir haben weniger Wirr in der Tasche und eine sehr angenehme Sache, wenn man vor allen Dingen auf langen Missionen ist, wie oft lädt man das Spiel taktisch nach bzw. die Waffe und hat damit unzählige Magazine in der Tasche und damit kann man das Ganze komprimieren. Schauen wir uns in diesem Part des Videos den Laufwechsel an. Über das Self-Menü können wir unsere Waffe erstmal checken, wie momentan die Temperatur des MGs ist. Ganz oben rechts zu sehen ist jetzt, sind die Striche, sind diese voll, ist die Waffe natürlich deutlich überhitzt und der Lauf sollte gewechselt werden. In dem ersten Beispiel werden wir einmal direkt durchziehen und die Waffe mit einem Magazin entleeren. Damit ihr einen Unterschied bei der ganzen Situation seht, werden wir das Ganze jetzt einmal komplett durchführen. Nachdem wir jetzt gleich fertig sind mit Schießen, werden wir bei dem Self-Interaction-Menü ganz gut sehen, dass die Waffe überhitzt ist. Wir gehen ganz kurz auf Equip, checken die Temperatur erneut und sehen zwei Balken. Immer noch nicht im kritischen Bereich, aber um das Ganze zu demonstrieren, können wir das Ganze so verwenden. Dann gehen wir auf Equipment und dann haben wir hier Swap Barrel. Dann haben wir eine kurze Animation, einen kurzen Balken dort oben. Und sobald dieser Balken durchgeladen ist, könnten wir das Ganze erneut kontrollieren und werden sehen, die Temperatur hat einen Normalzustand. Eine sehr tolle Sache, die vor allen Dingen das MG-Leben erschwert, aber sehr schön ist, was Ace 3 damit bringt. Das war für den ersten Tag doch eine Menge Input. Schauen wir uns nun zu guter Letzt noch kurz die Rückstoßunterschiede zwischen Ace 3 und Vanilla an. Hier in diesem Beispiel anhand der MX immer wieder im Wiederholungsmodus. Ihr seht, bei Vanilla ist der Rückstoß deutlich erheblicher als bei Ace selbst. Und das macht auch schon einen großen Unterschied bei Missionserfahrungen aus. Und deswegen sollte man darauf achten und das Ganze entsprechend berücksichtigen, dass bei Ace das Ganze etwas smoothiger, etwas chilliger ist in dem Sinne. Und damit haben wir das erste Video auch abgeschlossen. Und damit bedanke ich mich im Namen der NATO Taskforce und natürlich auch vor allem im Namen von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen und möchte mich hierbei hoffentlich, vielleicht auch schon ist es da soweit, für 800 Abonnenten bedanken. Ihr seid die besten Leute. Natürlich wird es in den nächsten Teilen bzw. in den nächsten Tagen, Wochen weitere Videos gehen, noch detaillierter, noch besser und für alle Themenabarbeiter. Warum nochmal, möchte ich ganz kurz erklären, mache ich das in kurzen Schemen. Nun ja, man könnte das auch in 1,5-2 Stunden Video machen, aber das wird unübersichtlich und vor allen Dingen auch kosten bzw. was heißt kostenintensiv, zeitintensiv für euch und für mich in dem Sinne und für euch könnt ihr so die Kapitel durchklicken, besser durchklicken, als ihr es sowieso schon könnt. Wie gewohnt findet ihr die einzelnen Beschreibungen unten in der Beschreibung bzw. die Kapitelmarken sozusagen. Es kann sein zum veröffentlichen Datum, dass es noch nicht ist, aber spätestens am Abend nach dem Veröffentlichen des Videos werdet ihr das Ganze hier unten sehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und Zuhören. Auch danke an BA und Arno für die Hilfe und wir sehen uns zum nächsten Mal. Bis dahin.
Alles Gute und haut rein, Leute.